Hallo, in unserem vorherigen Video habe ich euch die ganz einfache Nachbastelanleitung vorgestellt für diese Lichterkette. Das heißt, das war diese. Und hier zeigen wir euch die etwas schwierige Variante. Das heißt, was heißt schwierig? Das kriegt ihr auch ganz einfach hin. Dauert halt sozusagen vierfach so lang, ungefähr 10 Minuten, während die ja unter 3 Minuten zu schaffen ist. Dafür wickelt ihr einfach diese LED-Kette einfach ringsherum. Fangt bitte beim untersten Stern nur oben an der Spitze an. Dann wird hier drumherum gewickelt, bis ihr einmal komplett rum durch seid. Dann springt ihr zum nächsten Stern, fangt in der Mitte an, Mitte halt von dieser Aufhängung, und dann wird wieder drumherum gewickelt. Hier geht ihr halt ein Stück drüber, um dann wieder zurückzukommen, damit der wirklich schön umleuchtet wird. Dann geht ihr wieder hoch, dasselbe Spiel halt hier. Und guckt, dass ihr wieder mit dem dicken Ende dann oben endet. Und genau. Und dann seht ihr, dass die Silhouette leuchtet. Hier bei dem ist es ja, wie ihr schon im vorherigen Video gesehen habt, eher die Mitte, die ihr zum Leuchten bringt. Hier haben wir dasselbe gemacht mit einem großen Stern. Das ist auch ein fertigen Drahtstern, den wir einfach genau so fertig eingekauft haben. Und einfach dieselbe Lichterkette, die hier für 3 kleine Sterne reicht, haben wir hier für einen großen Stern. Ich mache euch hier die Lichterkette auch an. Das heißt, die Mitte wird hier durchleuchtet. Dasselbe ist hier, wenn es auch ein bisschen mehr Zeit hat und es umrumwickelt, sieht der Stern natürlich auch schön aus, wenn er nicht an ist. Und wenn ihr hier anmacht, seht ihr auch, die Silhouette leuchtet. Aber wie ihr sehen könnt, haben alle Sterne, das heißt, hier leuchtet die Mitte, da außen, bei den 2 Lichterketten auch, haben ihre Vorteile. Beide sind schön und man könnte sie auch gut nebeneinander hängen. Eine schöne Dekoration, ein schönes Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Macht's gut, viel Spaß beim Nachbasteln.